Bei diesen gemischten literarischen Bruchrechnungen achten wir ganz besonders auf die Reihenfolge der Operationen. Hier möchten wir Brüche addieren und subtrahieren. Dazu bringt man sie auf einen gemeinsamen Nenner, den wir schnell finden, indem wir dieses Binom faktorisieren. Hier steht x² minus 1 im Quadrat, da 1 dasselbe ist wie 1 im Quadrat. Das ergibt also x minus 1 mal x plus 1. Und dieses Produkt ist genau der gemeinsame Nenner für alle drei Brüche. Hier haben wir unten und oben mit x plus 1 multipliziert. Im zweiten Bruch haben wir unten und oben mit x minus 1 multipliziert. Und somit haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden. Also reicht es jetzt, die Zähler zu addieren und hier zu subtrahieren. Das heißt, als Zähler erhalten wir x plus 1 plus x minus 1 minus 2x, also so. Aber x plus x minus 2x, das macht 0. Und 1 minus 1, das macht auch 0. Also bleibt übrig 0 geteilt durch dieses Produkt, also 0. Hier rechnen wir zuerst diese Differenz aus. Dazu machen wir die beiden Brüche gleichnamig. Das heißt, die 1 schreiben wir als a² geteilt durch a². Und so erhalten wir diesen Bruch, das ist a² minus b² auf a². Und um diesen Bruch durch diesen zweiten Bruch zu teilen, multiplizieren wir den ersten Bruch mit dem Kehrwert des zweiten. Dieser zweite Bruch wird also umgedreht. A² minus b², das ist a minus b mal a plus b. Und so sehen wir deutlich, es kann gekürzt werden durch a minus b und auch noch durch a. Was bleibt übrig? Diese zwei, dieses a plus b und das eine a von unten. Also haben wir als Endantwort 2 mal a plus b geteilt durch a. Jetzt diese Rechnung. Wir haben oben die Summe von zwei Brüchen und unten die Differenz von zwei Brüchen. Ehe wir diese Division vornehmen, werden wir also oben die zwei Brüche addieren, sowie auch unten. Um diese zwei Brüche zu addieren, machen wir sie gleichnamig und der gemeinsame Nenner ist x minus y mal x plus y, unten übrigens auch. Somit erhalten wir diese Rechnung. Wir haben hier einfach unten und oben mit x plus y multipliziert, hier unten und oben mit x minus y multipliziert, hier mit x plus y und hier mit x minus y. Oben haben wir jetzt diesen gemeinsamen Nenner und können die Zähler addieren. Als Zähler erhalten wir also x plus y plus x minus y. Auch hier unten können wir diese Zähler subtrahieren und erhalten x plus y minus x, jetzt Vorsicht, minus 1 mal minus y, also plus y. Somit führt das zu dieser Rechnung x plus x, das macht 2x, y minus y, das macht 0. Hier oben steht also 2x. X minus x macht 0. Y plus y macht 2y. Hier steht also 2y. Und um den oberen Bruch durch den unteren Bruch zu teilen, multiplizieren wir den oberen Bruch mit dem Kehrwert vom unteren Bruch. Und so sehen wir, dass diese 2 sich mit dieser wegkürzt und dass dieses Produkt sich mit diesem wegkürzt. Letztendlich bleibt nur noch übrig x geteilt durch y, also x auf y.